bei Ihnen zu sein und Ihnen etwas aus meiner Dissertation vorzustellen, wo es darum ging, wie man ethische Haltungen oder spezifische ethische Sensitivität mit digitalen Spielen fördern kann. Ich bin meinerseits, beschäftige mich seit rund 9 Jahren schon mit dem Thema, habe 4 digitale Lernspiele entwickelt, um Ethik zu trainieren, habe aber auch sehr breit zu dem Thema geforscht. Einerseits, wie man ethische Sensitivität trainieren kann, andererseits, wie man gute Lernspiele, digitale Lernspiele kreieren kann, und arbeite dazu jetzt ehemals an der Uni Zürich, mittlerweile an der Leuphana-Universität, mit einem relativ großen Team daran, solche Spiele zu entwickeln, aber auch spielbasierte Lehre universitätsweit zu fördern. Ich teile dann mal meine Folien mit Ihnen. Einen Moment. So, eine Sache, die noch wichtig ist, Sie können gerne den Chat benutzen. Ich werde da nicht gleich darauf reagieren. Ich versuche, ein paar Minuten am Ende freizuhalten für Fragen und Antworten. Es gibt aber natürlich auch noch die Lobby, wo wir uns anschließend treffen können, zu einem Netzwerktisch, falls es noch am Ende ein paar Fragen oder Möglichkeiten zum Austausch gibt. Ich freue mich natürlich sehr, einige von Ihnen noch ein bisschen kennenzulernen. Ich habe mich eigentlich mein ganzes Leben für digitale Spiele begeistert, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die mich eigentlich nie losgelassen haben in meinem Leben. Ob das jetzt beispielsweise SimCity oder Civilization war, das ich in meiner Kindheit gespielt habe, da habe ich unglaublich viel von mitgenommen und auch von vielen anderen Spielen. Ich starte hier gerade auch mit einem Ausschnitt von einem Spiel, das heißt Life is Strange. Einige von Ihnen kennen das vielleicht aus dem Jahr 2015. Da hat man es mit einer gemobbten Studentin zu tun, deren Leben man in dem Spiel eigentlich retten kann. Man dreht immer wieder die Zeit zurück und kann das ändern, was man gemacht hat. Aber man erlebt es in diesem Spiel verstörenderweise auch öfters, gegebenenfalls, dass die Kate eben von einem Dach von dem Haus springt, nachdem man sie nicht davon überreden konnte oder überzeugen konnte, es nicht zu tun. Und ich finde, dieses Bild und auch die Dynamik von diesem Spiel ist ein unglaublich gutes Beispiel dafür, wie man durch digitale Lernspiele etwas erreichen kann, was man durch konventionelle Ethik, didaktische Methoden, zum Beispiel Falldiskussionen, gar nicht erreichen kann. Dazu sage ich aber gleich noch ein bisschen mehr. Thema, um das es mir geht im Kern heute, ist ethische Sensitivität. Und da gibt es aus meiner Erfahrung sehr viele Vorstellungen darüber, was ethische Sensitivität ausmacht. Und auch mittlerweile mehr als 40 Jahre Forschung. Dieses teilweise mit sehr überraschenden Ergebnissen, die wir in unseren Spielen einfließen lassen. Was Sie hier sehen, ist ein Bild aus dem neu entwickelten Spiel YouFood, das Social Media Marketing Game, was wir gerade in der Leuphana entwickelt haben und jetzt mit vielen Studierenden gerade testen. Es ist ein Spiel, um ethische Sensitivität zu entwickeln in der Nutzung von sozialen Medien für Werbung. Und was Sie in diesem Spiel spielen würden, wenn Sie das Spiel, also wenn Sie jetzt eine Spielerin oder ein Spieler wären, würden Sie in die Rolle eines Marketing-Managers schlüpfen und einen Proteinshake namens YouFood verkaufen. In dem Spiel hat man Aktionspunkte, die man einsetzen kann, um möglichst viele Follower zu generieren, möglichst große Umsätze zu generieren. Man hat da auch muss innerhalb von 10 Wochen auch sehr viel Leistung vollbringen. Und es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man beachten muss dabei, ne? Also welche soziale Medien benutzt man beispielsweise? Was kostet es zum Beispiel, den Mika als Influencer anzuheuern? Es gibt jede Woche neue Werbeangebote. Man kann die gezielt an bestimmte Zielgruppen vermarkten oder einfach Posts an Follower schicken. Man hat sehr, sehr viele Optionen, wie das so im richtigen Leben ein bisschen ist. Natürlich ist es nicht ganz so komplex, aber wir legen es halt auch darauf an, bei diesem Spiel diese Komplexität ein bisschen abzubilden. Und dann kriegt man zum Beispiel solche Angebote, jenes von der Influencerin Pia, die Sie hier unten rechts sehen.
Die schlägt einem zum Beispiel vor, ich kriege immer wieder Anfragen zum Thema veganer Muttermilchersatz. Mit seinen tollen Inhaltsstoffen könnte ich YouFood da bedenkenlos empfehlen. Und wir machen immer wieder die Erfahrung bei diesem Spiel, dass Studentinnen oder Studenten dieses Angebot eigentlich ganz gut finden und dann sagen, ja, das mache ich. Ich komme darauf gleich später nochmal zu sprechen, aber ganz generell ist dieses Spiel so konstruiert, dass wir die Erfahrung machen, dass es fast ausnahmslos alle Studierenden ein oder zwei oder sogar fünf oder sechs Mal Entscheidungen treffen, die man als ethisch problematisch oder riskant einstufen kann. Das ist auch so gewollt. Wenn wir jetzt eben von ethischer Sensitivität oder ethischen Haltung sprechen, dann ist es ganz wichtig, das ein bisschen einzuordnen. Was ist damit gemeint? In der Moralpsychologie spricht man mittlerweile davon, dass es mehrere moralische Lernziele gibt. Denn die Frage ist ja letzten Endes, woran kann es liegen, wenn sich jemand unethisch oder verantwortungslos verhält oder handelt? Was für Fähigkeiten können da unterentwickelt sein? Also umgekehrt, welche Haltungen brauchen Leute eigentlich? Da haben Tanner und Christen 2014 meines Wissens nach einen der anspruchsvollsten, vollständigsten Rahmenmodelle vorgelegt. Das ist die Theorie der moralischen Intelligenz. Und die verknüpft eigentlich das empirische Wissen, was darüber gesammelt wurde, wie man am Ende verantwortungsvolles Handeln findet und worin das besteht. Und was die Studien halt mittlerweile ziemlich klar gezeigt haben, ist, dass das, was normalerweise im Ethikunterricht trainiert werden soll oder wird, nämlich die moralische Urteilskraft, dass man eine Haltung entwickelt, dass man sagt, ethische Prinzipien sind zum Beispiel wichtiger als irgendwelche Gesetze in der Begründung, was richtig oder falsch ist, das erklärt eigentlich nur 10% von dem Fehlverhalten, das man observieren kann oder das man testen kann. Also man hat schon in den 80er Jahren relativ klar gewusst, dass es nicht ausreicht, moralische Urteilskraft zu trainieren. Aber der Status quo dessen, wie Ethikunterricht abläuft heutzutage an Universitäten, hinkt dem meistens noch deutlich hinterher. Wir wissen mittlerweile aus Studien, dass es eine ganz zentrale Frage ist, ob Leute überhaupt ein ethisches Problem erkennen können. Und da geht es um die ethische Sensitivität. Das ist die Fähigkeit, ein Problem einerseits zu erkennen, aber es aber auch als wichtig zu erachten, wenn man sich gerade zum Beispiel nicht beobachtet fühlt. Und in einigen Studien hat es sich erwiesen, dass hier eigentlich die zentrale Frage ist. Sieht jemand es als problematisch, beispielsweise so ein Produkt wie YouFood als Muttermilchersatz einzusetzen? Wenn eine Person das als problematisch einschätzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass die Person sagen wird, mache ich nicht. Da spielt es dann wenig Rolle, wie gut die Leute moralisch argumentieren können oder wie gut sie darin sind, andere Leute davon zu überzeugen, was moralisch richtig ist. Oder wie motiviert sie insgesamt sind, ein ethischer Mensch zu sein. Weil es etwas ist, was die meisten Menschen eigentlich mitbringen. Eigentlich wollen alle Menschen gut sein. Die sind nur manchmal, sind wir halt auch gut daran, uns davon selbst zu überzeugen, dass wir die Guten sind, auch wenn wir schlechte Sachen tun. Deswegen würde ich jetzt, wenn wir über ethische Haltungen sprechen, ein bisschen das enger fassen und heute vor allen Dingen den Fokus auf ethische Sensitivität legen, weil ich damit rechne, dass das im Prinzip da der Punkt ist, wo ethische Haltungen im Handeln am stärksten zum Tragen kommen. Es geht darum, dass man Risiken oder Probleme erkennen kann, und zwar ohne Hilfe von anderen, ohne gezielt darüber nachzudenken, also weitgehend automatisch, begleitet von angemessenen Gefühlen und Motivationen. Ja, ich muss Korruption nicht nur erkennen können, sondern die auch schlecht finden beispielsweise. Und ich muss ein angemessenes Verständnis von der Problematik haben. Wenn es nur ein vages Bauchgefühl ist, dass irgendetwas nicht stimmt, dann reicht das oft nicht. Schon gar nicht, wenn es darum ginge, noch andere Leute zu überzeugen. Was wir halt aus der Forschung wissen, ist,
wenn die Leute kein Wissen mitbringen, keine ethische Expertise mitbringen, dann sind sie meistens dazu nicht in der Lage, ein Risiko akkurat einzuschätzen. Das ist das, was wir in dem YouFood-Lernspiel ständig sehen. Die Leute tappen in die Fallen, die wir ihnen aufgestellt haben, einfach weil sie es nicht besser wissen. Und sind darüber ziemlich unglücklich am Ende. Man braucht angemessene Einstellungen zur ethischen Verantwortung, Handlungskontext, zum Beispiel, dass man eben denkt, okay, Wirtschaft ist ja nicht frei von ethischen Ansprüchen. Ich muss auf solche Sachen hier achten. Und auch wenn ich weiß, was gerecht ist, dann spielt das für mich in dem Kontext auch eine Rolle. Oftmals kommt es auch darauf an, dass man eine wertschätzende Haltung gegenüber verschiedenen Arten von Betroffenen hat. Also, dass ich zum Beispiel nicht nur an mich selber als weißer Mann mittleren Alters denke, wenn ich mir überlege, wie baue ich jetzt ein Haus oder so etwas, sondern dass ich auch an Menschen denke, die zum Beispiel an einen Rollstuhl gebunden sind und dann nicht nur überall schöne Treppen hinbaue, sondern auch überlege, wie kommen andere Leute auch in das Haus rein. Wichtig ist auch, zeigt die Forschung, dass man seine eigenen, dass man berücksichtigt, dass man nicht immer einen objektiven Blick für ethische Probleme haben kann. Das ist einen zum Beispiel beeinflusst, wenn man übermüdet ist oder wenn man einen Interessenskonflikt hat. Ich kann auf diese Details heute nicht eingehen. Bei Interesse kann ich Sie aber auch an meine Dissertation verweisen. Die steht frei zur Verfügung. Wir haben eine große systematische Studie dazu durchgeführt, wie man ethische Sensitivität eigentlich trainiert. Und was wir da gesehen haben, ist, es kommt gar nicht so sehr auf die Methode drauf an, die genutzt wird, ob das jetzt Rollenspiele oder Filmanalysen oder Textaufgaben oder Falldiskussionen war. Von zentraler Bedeutung ist immer, ob die Lernenden Feedback dazu bekommen haben, ob sie ethische Probleme und Risiken erkennen konnten oder nicht. Egal, welche Methode eingesetzt wurde, wenn dieses Feedback ausblieb, haben die Leute fast gar nichts gelernt. Wenn man aber Feedback systematisch eingesetzt hat, dann hatte man teilweise Lerneffekte, die in so hohen Zahlen vorlagen, dass auch die qualitativen Aussagen von Studierenden waren, dass diese Kurse eigentlich ihr ganzes Leben verändert haben oder ihre ganze Sicht auf sich selber. Was einfach sehr wichtig ist, dass man dieses Feedback liefert und den Leuten dabei hilft, also ihre eigenen Fähigkeiten einzuschätzen. Und hier kommen wir dahin, wo Lernspiele eben besonders effektiv sein können. Ich spreche jetzt mal von Serious Moral Games als Lernspielen, bei denen es ganz gezielt darum geht, ethische Haltungen zu trainieren. Und da haben wir vier Faktoren, die zusammenspielen und dabei helfen können, dass aus einer spielerischen Erfahrung besonders viel Lernen erwächst. Wir haben einerseits den Faktor Motivation. Lernspiele sind von Natur aus interaktiv. Die gestehen den Lernenden sehr viel Autonomie zu. Die können eigene Entscheidungen treffen in diesem Kontext. Es ist auch eine immersive Technologie, die durch einen Mix von Exploration und Herausforderungen und Feedback einen hineinziehen, sodass man sich da voll drauf konzentriert. Und die Lernspiele bieten auch die Möglichkeit, Ablenkungen zu reduzieren, wie man jetzt zum Beispiel in einem echten Kontext hätte, wenn man zum Beispiel ein Rollenspiel durchführt mit Kolleginnen und Kollegen, die man auch schon kennt, wo dann auch diese Beziehungen, die man mit den Leuten hat, eine Rolle spielen können oder so etwas. Das kann man hier alles ausblenden und das macht es teilweise viel leichter für die Leute, sich in diese Erfahrung hineinzubewegen und die vollumfänglich zu erfahren. Der zweite Punkt ist, die Lernspiele gestehen uns eine Gelegenheit zu, uns in neuen, teilweise unbekannten Situationen neu auszuprobieren. Wir können mal jemand anderen spielen oder wir können auch gucken, wenn wir uns mit unseren eigenen Idealen verwirklichen wollen in unserem Spiel, wo würde das denn eigentlich hinführen? Die Spiele können dann Feedback geben, verschiedenste Arten, sage ich auch gleich noch mehr dazu. Man kann natürlich mit den Spielen auch üben. Das heißt, man kann die in aller Regel 2-3 Mal spielen, man kann verschiedene Optionen ausprobieren. Das ist etwas, was man in den meisten Übungen im Unterricht gar nicht machen kann oder einsetzen kann.
Und zu guter Letzt findet das aber auch nochmal in einem geschützten Rahmen statt, wenn man das richtig baut. Das heißt, die Lernspiele haben keine Risiken, dass man sich selbst oder anderen schadet, indem man unethische oder dumme Entscheidungen trifft. Es erlaubt Versuch und Irrtum unter Unsicherheit, auch ohne Reputationsverlust, ohne dass es sich auf die Note abfärben könnte, die man in einem Kurs hat oder so etwas. Und das sind, es ist als insgesamt ein Paket, was ziemlich wertvoll ist und mich auch nach wie vor davon überzeugt, dass diese Spiele einen großen Nutzen haben. Zudem haben wir natürlich in verschiedenen Studien gesehen, wo wir solche Lernspiele qualitativ oder quantitativ evaluiert haben, dass die Lerneffekte schon teilweise sehr groß sind. Und, um eine Studie von Kollegen aus den USA zu nennen, die haben ein Lernspiel zu Forschungsethik entwickelt, wo es unter anderem darum geht, wie man korrekt zitiert, aber auch darum, wie man Plagiate oder die Manipulation von Forschungsdaten durch Kolleginnen erkennen und entlarven kann. Und die Leute, die dieses Spiel für knapp eine Stunde gespielt haben in einem Experiment, hatten einen Entwicklungszuwachs, was ihre ethische Sensitivität anging, der so groß war, wie das, was ich in einer Vergleichsstudie teilweise bei einsemestrigen Kursen gesehen habe oder was noch deutlich darüber lag. Gehen wir jetzt mal kurz zur empirischen Befundlage über, was man mit Serious Moral Games oder mit Ethik-Lernspielen eigentlich erreichen kann. Hier habe ich zu rund 80 Studien durchforstet und analysiert und versucht herauszuarbeiten, was wir über den Einsatz von verschiedenen Spielmechanismen wissen. Das, was ich hier grün markiert habe, sind Spielmechaniken, nennt man sie auch, oder Spielmechanismen, deren Nutzen relativ eindeutig belegt ist. Es bringt zum Beispiel etwas, wenn man in eine prosoziale Rolle hineinschlüpft oder die Rolle der Mediation zwischen verschiedenen Konfliktparteien übernimmt. Wenn man kooperativ spielt, kann das nützlich sein. Es kann sehr hilfreich sein, wenn es einen Transfer von dem, was man lernt, in die wahre Welt gibt. Ich werde jetzt gleich ein paar von diesen Aspekten nennen, aber Sie können auch in meine Dissertation oder in eine deutsche Kurzfassung hineinschauen, wenn Sie möchten, um mehr darüber zu lernen. Die Zeit ist ja jetzt ein bisschen knapp und ich möchte auch ein bisschen Zeit für Fragen am Ende bereit haben. Eine der am besten erforschten Mechaniken ist die sogenannte Opferperspektive. Sie sehen hier einen Ausschnitt von dem Spiel Darfur is Dying von Take Action Games aus dem Jahr 2006. Hier spielt man ein kleines Mädchen oder einen kleinen Jungen, die in einem Flüchtlingslager gestrandet sind und die täglich ein paar Kilometer laufen müssen, um Wasser zu holen. Und das Risiko bei diesem Spiel ist sehr groß, dass man dann von Milizen abgefangen wird auf dem Weg zur Wasserstelle und dann versklavt wird. Und erfährt man durch das Spiel auch einiges über den Darfur-Konflikt und was eben wie besonders viele Kinder davon negativ betroffen sind. Ist ein sehr kurzes Spiel, hat einen immensen Einfluss darauf gehabt, wie viele Leute diese Flüchtlingskrise, den Darfur-Konflikt erlebt haben, verstanden haben, was da eigentlich passiert. Man hat diesen Mechanismus auch schon in vielen anderen Spielen eingesetzt und es war eigentlich fast in allen Fällen so, dass es dazu beigetragen hat, dass gegenüber den betroffenen Zielgruppen wertschätzende, respektvolle oder protektive Haltungen und Einstellungen geformt wurden oder verstärkt wurden. Es könnte natürlich auch genutzt werden, um bestimmte Praxen zu verunglimpfen oder zu fördern, zum Beispiel, dass man eben Waffenverkäufe in Krisenzonen ächtet. Auch solche ethischen Haltungen kann man mit solchen Spielen ziemlich gut fördern. Ich möchte auch etwas dazu sagen, dass es meines Erachtens Lernstrategien gibt, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Hier haben wir einen Screenshot vom Spiel Persona 4 Golden. Das ist ein kommerzielles Spiel, hatte jetzt nicht die Absicht, irgendwie Ethik zu trainieren. Aber es ist interessant, weil bei diesem Spiel nur prosoziale Verhaltensweisen zur Auswahl stehen. Also ich habe sehr viel große Entscheidungsspielräume und ich kann eigentlich bei diesem Spiel gar nichts falsch machen in ethischer Perspektive. Und jede Entscheidung hat auch nur positive Folgen.
Aus Sicht von der Forschung und das, was ich eben auch sagen würde, ist, dass dieser Mechanismus, diese Strategie, wo man in einem Lernspiel eigentlich gar nichts falsch machen kann, gar nicht dazu beitragen kann, dass Leute für ethische Pflichten und Risiken sensibilisiert werden können. Eine andere problematische Strategie nenne ich Malicious Play. Da geht es darum, dass man problematische Verhaltensweisen durch eine Spielmechanik oder durch eine Kombination von Spielmechanismen verstärken kann. Man identifiziert sich dann zum Beispiel in einem Spiel wie diesem hier, das heißt Watch Dogs 2, mit einem Rächer, der gegen ein großes System von korrupten Politikern kämpft und dabei hacken, aber auch um sich schießen kann. Und im Fall von Watch Dogs 2 wird man eigentlich ausschließlich belohnt und gelobt für alles, was man tut. Und ich habe jetzt zum Beispiel, das ist auch wieder ein kommerzielles Spiel, aber ich habe schon beobachtet, was dieses Spiel eigentlich macht. Also man hat da zum Beispiel die Szene, dass ein Spieler gerade rund 30 Wachleute und Polizisten erschossen hat und auf der Straße mit einem Auto mehrere Leute überfahren hat beim Rumfahren. Und dann taucht er auf der Party von seinem Sohn auf und seine Schwester erzählt ihm, dass alle Kinder ihn als einen großen Helden irgendwie lieben und bejubeln und ihn so toll finden für das, was er tut. Und umgekehrt gibt es auch Spiele wie Papers, Please, wo man eine Person spielen muss, die eigentlich die ganze Zeit problematische Entscheidungen treffen muss, einen Grenzbeamten in dem Fall, aber wo man für moralische Handlungsweisen so häufig bestraft wird, dass es darauf hinausläuft, dass viele Leute, die dieses Spiel gespielt haben, migrationsfeindliche Einstellungen entwickelt haben. Einfach als Selbstschutzmechanismus wahrscheinlich. Das haben wir ja auch in einer replizierten Studie gesehen, dass diese negativen Einstellungen entwickelt wurden, obwohl es ein gelobtes Spiel ist, wo viele Leute gesagt haben, sie können jetzt sich total empathisch in Grenzbeamte und so das hineinversetzen. Das sind eben mögliche Probleme, die es geben kann bei diesen Lernspielen, woran man denken muss. Ein Mechanismus, mit dem wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben in der Uni Zürich, war dialogische Fallbearbeitung. Da hat man und handelt hier in diesem Spiel als Assistenzmedizinerin und muss Patienten behandeln, hat subtile ethische Probleme. Man redet mit Kolleginnen und Kollegen, mit den Patienten und Patientinnen. Es ist möglich, bei diesem Spiel zu scheitern, mögliche negative Konsequenzen zu erleben. Und man bekommt natürlich auch kritisches Feedback. Und wir haben gesehen, dass dieses Spiel sehr effektiv ist, um Leuten beispielsweise beizubringen, wie man Gespräche auf Augenhöhe führen kann mit Patientinnen, was dabei wichtig ist. Oder dass man eben auch die Autonomie von Patienten achtet, über ihr eigenes Leben und ihre eigene Behandlung zu bestimmen. Da haben wir sehr große Haltungsunterschiede vor und nach dem Spielen gesehen, bei großen Gruppen. Eine andere Strategie, die sehr gut zu funktionieren scheint, nenne ich ethisches Case Management. Da wird man mit sehr vielen verschiedenen ethischen Problemen oder Risiken konfrontiert, die nicht notwendigerweise offensichtlich sind. Hier ein Ausschnitt von einem kommerziellen Spiel namens Black Closet. Auch hier geht es wieder darum, man handelt unter Unsicherheit, Fehler sind möglich. Es eignet sich sehr gut, um ein breites Spektrum ethischer Probleme abzubilden. Oder auch zum Beispiel Management- und Führungsprobleme zu thematisieren. Wie setze ich knappe Ressourcen eigentlich so ein, dass ich am Ende gute Ziele erreiche und dabei niemand in Mitleidenschaft gezogen wird. Damit ende ich dann auch gleich, indem ich nochmal auf das U-Food-Spiel vom Anfang zurückkomme. Da setzen wir zwei Lernmechanismen ein als Feedback. Wir haben einerseits einen Critical Friend, der zum Beispiel solche Fragen aufwirft, wie du weißt schon, dass es in einigen Ländern strenge Vorschriften für Muttermilchersatzprodukte gibt, oder? Wo die Leute dann schon oft merken, oh je, da habe ich jetzt irgendwie einen Fehler gemacht. Aber wir arbeiten da auch mit sehr schwerwiegenden Konsequenzen oder Skandalen, die
nach einer gewissen Zeit auftauchen, zum Beispiel mit dieser Botschaft hier, die unverweigerlich eintrifft, wenn man die Entscheidung trifft, die ich vorhin vorgestellt habe, dass zum Beispiel ein Baby aufgrund von Unterernährung in die Notaufnahme eingewiesen wurde, weil auf Anraten der Influencerin Pia, die sie vorhin gesehen haben, die Eltern das Kind eine ganze Zeit lang nur noch mit diesem Proteinshake gefüttert haben. Natürlich beruht das auch auf einem Transfer aus der echten Welt. Es gab ja Fälle, wo aufgrund von solchen Ernährungsentscheidungen Kinder tatsächlich gestorben sind. Und das diskutiere ich dann im Ethikunterricht mit den Studierenden, wenn ich dieses Spiel einsetze. Die sind nämlich in aller Regel ziemlich geknickt, nachdem sie dieses Spiel gespielt haben. Das muss man aber nicht notwendigerweise so machen. Es gibt eine riesengroße Bandbreite von Möglichkeiten, wie man Ethik-Lernspiele gestalten kann. Und auch wenn es so aussieht, als wäre hier schon recht viel dazu geforscht worden, würde ich sagen, dass wir mit der Forschung erst noch am Anfang stehen und noch sehr, sehr viele Sachen überhaupt ausprobieren müssen und systematisch damit experimentieren müssen, was besonders gut funktioniert und was nicht. Ja, damit danke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.